Hallo ihr Lieben, heute habe ich dieses süße Schächtelchen für euch oder Mini-Box in Dreiecksform. Ich weiß gar nicht, ob ich sowas auf meinem Kanal schon gezeigt habe, ich habe auch nicht nachgeguckt. Verschlossen habe ich das Ganze mit einem Magneten, der ist hier versteckt und hier unterm Designerpapier. Dadurch, dass wir es mit einem Magneten verschließen, steht es hier vorne ein wenig ab. Ich habe hier den Magneten mittig gesetzt. Ich werde ihn jetzt noch ein bisschen nach unten versetzen und dann lässt sich das Ganze so öffnen. Verwendet habe ich hier zum einen, jetzt muss ich gerade mal schauen, ich habe es hier alles liegen, das Stempelset Two Town Flora. Da kommt die Blüte raus und das Blatt. Und der Spruch, danke für alles, kommt aus dem Stempelset Lieb gesagt. Das habe ich soweit schon vorbereitet. Zu finden, das Designerpapier, was ich verwendet habe, kommt aus der Celebration. Das könnt ihr euch schenken lassen ab einem Bestellwert von 120 Euro. Das ist das Designerpapier, jetzt hätte ich schon bei deinem Geschenkpapier gesagt. Fröhliche Muster. Wie gesagt, wenn ihr eine Bestellung aufgebt, ab 120 Euro Bestellwert, dann könnt ihr euch das schenken lassen. Das ist ein Riesenpaket mit 48 Blatt und da könnt ihr einiges mit werkeln. Das Stempelset, lieb gesagt, findet ihr im neuen Frühlings-Sommerkatalog auf Seite 11. Und das Stempelset Two Town Flora findet ihr auf Seite 15. So. Wir legen los. Alle Maße findet ihr wie immer auf meiner Homepage. Die blende ich hier unten ein. Der direkte Link ist auch wie immer in der Infobox. Und die Magnete, die ich heute verwende, das sind Neodym-Magnete. Den Link dafür setze ich euch unten in die Infobox. Sollte ich das vergessen, schickt mir gerne eine E-Mail. Dann hole ich das nach. Also, für die Schachtel braucht ihr ein Stück Farbkarton in 28 x 21. Ich habe heute grüner Apfel ausgesucht. Und Designerpapier haben wir drei Stücke in 6,5 x 6,5. Und dann legen wir auch schon los. Meine Blüte, wo ist mein Blatt? Da habe ich vorbereitet. Die ist gestempelt in Fräsienlila und das Blatt in grüner Apfel. Und den Spruch schneiden wir uns gleich noch zu. So, wir falzen einmal an die Seite, Magnet nicht zu weit weg. Schneidebrett aufmachen und Schneideklinge weit an die Seite. Als erstes die lange Seite bei 7 cm. Dann geht es weiter bei 14. Bei 21. Und dann drehen wir es auf die kurze Seite und falzen bei 7 und bei 14. Und dann haben wir gleich ganz viele Quadrate. Was wir aber erst noch machen müssen, ich umdrehe, so sieht das Ganze jetzt aus. Wir legen die lange Seite nochmal an. Ich brauche einmal Platz, so. Und zwar bei 6 cm. Wir schneiden uns jetzt die Klebelaschen, die wir brauchen. Also wir legen die lange Seite nochmal an bei 6 cm. Und jetzt schneide ich einmal von oben bis zur ersten kommenden Falz und einmal von unten bis zu dieser Falz. Also immer bis zur kommenden Falz. Das schneiden wir ein. Also einmal von unten. Wenn ihr dann nicht ganz bis zur Falzlinie seid, ist das nicht so schlimm. Das könnt ihr dann noch nacharbeiten mit der Schere. So,
6 cm. Das gleiche machen wir bei 15. 15. Anlegen, einmal von oben schneiden bis zur kommenden Falz und einmal von unten. Bin ich da noch im Bild? Ja. Bis zur kommenden Falz. So, und jetzt müssen wir uns noch 4 Falzlinien ziehen. Diagonale. Das machen wir aber gleich. Wir schneiden jetzt erstmal. Und zwar haben wir hier jetzt eingeschnitten. Dieser Teil hier oben und hier unten, das kommt komplett raus. Und da schneide ich diesen Berg von der Falzlinie, den schneiden wir mit ab. Schrägen das hier ein bisschen an. Schön vorsichtig, wenn ihr mit der großen Schere schneidet. An der anderen Seite genauso. So, das haben wir rausgeschnitten und diese beiden Teile schneiden wir auch raus. Ich weiß, wir haben hier viel Verschnitt an Farbkarton, aber ich schmeiße solche Stücke nicht weg. Da könnt ihr immer mal wieder was draus ausstanzen, sei es nur ein kleiner Kreis oder ein kleines Etikett. Schmeißt das bitte nicht weg. Ich habe extra eine ganz kleine Kiste, wo solche Abschnitte reinkommen. Und die Kiste habe ich auch immer am Schreibtisch stehen. Weil bevor ich einen neuen Bogen nehme zum Ausstanzen, gucke ich erst mal, was ich in meiner Restekiste habe. Von daher nicht wegschmeißen. So, jetzt sieht das gute Stück so aus. Hier oben und hier unten, da müssen wir jetzt noch falzen. Und zwar messen wir uns da die Mitte aus. Die liegt hier jetzt bei 3,5. Wir haben ja 7 in der Breite. Da lege ich meinen Falzstift an bei 0. Und jetzt ziehe ich diagonal runter von meinem Falzstift hier unten zur Ecke. Einmal in die Richtung und einmal in die andere Richtung. Einmal umdrehen. Und das gleiche nochmal, 3,5 ist die Mitte, Falzstift anlegen. Ich nutze hier dazu jetzt unseren Aufhebhelfer. Wenn ihr den nicht habt, könnt ihr natürlich auch das Falzbein nehmen oder halt einen Falzstift, je nachdem, was ihr da habt. So, und dann können wir auch schon nachfalzen. Und die kleinen hier nicht vergessen. So. Und dann haben wir die Dreiecke noch, die wir nachfalzen müssen. Und hier habe ich auch noch eine vergessen. Und die falze ich mir jetzt einmal nach innen. Die falze ich quasi in beide Richtungen. Das macht das Ganze etwas geschmeidiger. So, dann können wir als nächstes den Magneten anbringen. Und zwar muss der an diese beiden Laschen. Das Ganze wird ja so geschlossen. So. Und hier oben, an diesem Stück hier, da bringe ich mir jetzt den Magneten an. Die Magneten, die ich habe, sind selbstklebend. Das heißt, ich habe hier jetzt ein Pärchen
Und da ist eine Schutzfolie drauf, die ich dann abziehen kann. Und ich setze mir den jetzt mal etwas tiefer. Bei meinem Muster habe ich den mittig gesetzt. Da ist der Magnet. Jetzt ziehe ich mir hier die Folie ab. Lass trotzdem noch genug Abstand zum Rand, weil auf dieser Seite kleben wir gleich Designerpapier fest. So, und jetzt klappe ich das Ganze zu und ich muss jetzt darauf achten, dass diese Seite und diese Seite, dass die gerade übereinander liegen. Und wenn das der Fall ist, dann können wir den Magneten festdrücken. Wieder aufmachen. Und dann können wir unser Designerpapier aufkleben. Ich habe hier jetzt keins mit einem Muster. Obwohl ein Muster hat das auch. Aber jetzt, es sind keine Blumen oder so etwas, die, wo ich da jetzt drauf achten müsste, wie ich es festklebe. So, die beiden, also zwei, kommen von außen. Beziehungsweise, wenn es flach liegt, sind sie alle von außen. Aber das wird ja später ja nach innen geklappt. Wer das mag, kann jetzt natürlich auch für die Ecken noch Designerpapier ausmessen. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Hier gut andrücken, wo der Magnet sitzt. Und dann habe ich jetzt noch was vergessen. Wir müssen uns noch einmal hier an den Ecken unsere Klebelaschen so ein bisschen anschrägen. Und dann können wir es auch schon zukleben. Das kommt hier dran. Und das Stück kommt hier dran. Ich achte jetzt beim Kleben drauf, dass das hier oben schön bündig anliegt. So, und dann haben wir noch zwei Klebelaschen, die kommen an dieses Stück. Die letzte Klebelasche ist dann ein wenig fummelig. Obwohl, wir können die Seite umklappen. Dann können wir es besser ausrichten. So. Und dann können wir, da klebt es noch nicht, das Ganze verschließen. Das heißt, die Dreiecke werden nach innen geklappt, Deckel umklappen und meins ist schief. Wo hakt es? Da hakt es. So. Ist immer noch schief. Also ich habe beim Magneten nicht sauber gearbeitet. Oh, was ist denn los im Moment? Aber so an sich ist die Schachtel dann fertig. Ihr könnt natürlich auch die Dreiecke nach außen drücken und das Ganze so verschließen. Das geht natürlich auch. Je nachdem, wie ihr das möchtet.
Wir machen uns jetzt noch die Deko drauf. Irgendwie hakt das hier bei mir. Schade, schade. So, unseren Spruch, den schneiden wir noch fix zu. Volle Konzentration. So, dann brauchen wir Diamond Schnells. Ich habe hier jetzt nicht so wahnsinnig viel Deko drauf. Ich finde, das braucht auch gar nicht, da die Schachtel ja jetzt auch nicht riesig ist. Aber da seid ihr natürlich völlig frei, ganz wie ihr das möchtet. So, meine Blüte kommt hier unten hin. Das Blatt setze ich einfach so ein bisschen darunter und mein Spruch, der kommt dahin. Den habe ich etwas schief aufgeklebt und somit sind wir für heute schon fertig. Also wie gesagt, ich mache die jetzt nochmal auf und klappe die in die andere Richtung. Da müsst ihr einfach mal schauen, was euch da besser gefällt. Wenn ihr es so macht, passt natürlich auch ein bisschen mehr rein. Wie ihr das möchtet, ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall, wie immer, ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Und falls ihr Fragen habt oder die Produkte von Stampin' Up! Bestellen möchtet, dann könnt ihr euch gerne bei mir melden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!